teilen und rangieren. Und damit hallo und herzlich willkommen in Transim World 3 und gleichzeitig im Güterbahnhof oder Rangierbahnhof von Freiberg. Wir müssen ein paar Güterfahrten durchführen, darunter die Sortierung von kürzlich gelieferten Habinswagen. Ja, und hier stehen wir auf der V60 West, der Baureihe 363 mit dem wunderbaren Bundesbahnkeks an der Seite. So, jetzt haben wir's. Der Rangierbahnhof verfügt über Handweichen. Überprüfen Sie Ihren Fahrweg und passen Sie die Weichen bei Bedarf an. Alles klar. Ja, auf die Karte können wir zugreifen, indem wir die Taste 9 drücken. Und das werden wir dann auch gleich mal machen. So, zuerst dürfen wir den Fahrstand aktivieren und dazu müssen wir auf diesen Umschalttaster hier drücken. So, die Fahrtrichtung auswählen, dazu nach vorne gedrückt halten, dann leuchtet hier auch die Signalleuchte auf. Weiter geht's mit dem Führerbremsventil. Mit der Zugbremse geht in Lösestellung und wir können Leistung aufschalten und uns in Bewegung setzen. So, die direkte Bremse sollte bei der Lösestellung gehen und jetzt haben wir den Streckengang drinne. Da müssen wir gleich nochmal gucken, dass wir da dann auf Rangieren wechseln. So, an die beladenen Wagen heranfahren ist kein Problem. Mit der 363 einmal an den Zug dran. So, wir können uns auch mal noch die Spitzenleuchten einschalten gleich. Nehmen erstmal die Leistung raus. So, lassen das Fahrzeug ausrollen. Bremsen sind gelöst. Wir testen mal so ein bisschen, wie gut die Lokomotive auch bremst, dass wir dafür so ein kleines Gefühl kriegen. Ja, das passt ganz gut. So, schön langsam ran. Bremse ist nochmal komplett ausgelöst. So, die Rangierkupplung ist auch schon unten, okay. Und dann vorsichtig noch an den Zugverband dran. Ja, hat geklappt. Gut, dann müssen wir einmal aufstehen, aus der Lok herausgehen, einmal aussteigen. So, hier drüben ist jetzt sowieso freie Fläche. Wir sind jung und dynamisch, wir springen einmal ganz kurz in den Schotter rein. Mal gucken, ob das hier geklappt hat. Na, das sieht jetzt eigentlich nicht so aus, ne? Aber ist das gekuppelt? Ja, angekuppelt. Okay. So, und dann beamen wir uns bitte einmal nach oben, wenn das geht. Nein, das geht nicht. Der Simulator möchte, dass wir ordentlich ansteigen. Dann müssen wir das auch so machen. Einmal drumherum gehen, dann so in die Lokomotive hinein. Und dann das Türchen hinter uns zuschmeißen. Wie versprochen, möchte ich ganz gerne noch vom Streckengang in den Rangiergang wechseln. Zack. Das Ganze haben wir hier umgelegt und dann geht es genau zum Ausziehgleis 125. Das ist dort hinten. Wir machen das jetzt mal so, schön aus dem Stehen. Zack, alles in Lösestellung. Bremszylinder, Druck ist bei 0. Fahrtrichtungswender zurücktasten. So, langsam beschleunigen und dann die Zugkraft erhöhen. Genau. Vmax 25, Höchstgeschwindigkeit zum Rangieren. PZB bleibt hier auch aus. Die brauchen wir beim Rangieren jetzt nicht. Genauso wie die SIFA. Also in echt würde die natürlich an sein, ja. Aber auf die PZB können wir beim Rangieren verzichten. Und zwar mittlerweile schon sofort. Unabhängig von der Dauer des Rangierens. Das ist mittlerweile schon möglich. So, die Weichen stehen alle oder liegen in der richtigen Position. Ja, da hat man auch richtig schön gehört gerade, wie die Lokomotive geschalten hat. So, jetzt sind wir ein bisschen zu schnell. Wir wollen eigentlich nur 25 fahren. Deswegen. Wundern. Das klingt ein bisschen komisch, ich weiß, aber alles in Ordnung. So, Bremse ist in Lösestellung wieder, Hauptluftleitung bei 5 bar und damit sollten die Bremszylinder
auch wieder geleert sein. Okay. Ich taste noch mal ein bisschen Leistung vor, dass wir hier nicht zum Stehen kommen. Na, da würde ich aber ganz gerne stehen bleiben wollen. Schon Lokbremse nochmal angelegt. Genau. Dann machen wir das so. Einmal das Türchen auf. Der Zug ist gesichert. Er rollt jetzt nicht weg. In der Simulation können wir das so machen. Aber hier gibt es nämlich noch was, was wir unbedingt verändern sollten. Wir möchten nämlich diese Weichen nicht aufschneiden, sondern wir möchten sie nach Möglichkeit ordnungsgemäß befahren. Und deswegen stellen wir die natürlich um. So, dann können wir wieder hoch auf die Lok. Drittstufen hinaufsteigen. Zack, zack, einmal draußen rum, wieder rein. Zack, und die Tür hinter uns zu. Auf den Sitz draufsetzen, die Bremse. Ich glaube, wir haben jetzt nur die Lokbremse angelegt. Die können wir wieder lösen. Und dann sollte sich eigentlich, genau, der Zug würde man schon von selbst in Bewegung setzen. Aber auch hier tasten wir ein bisschen Leistung ein. Genau, und dann noch einmal runter bis zum Prellbock. Ja, grundsätzlich, wenn wir den Zug hinten dran haben, nehmen wir immer das Führerbremsventil, weil wir damit den Hauptluftleitungsdruck verändern können und damit eben ja, die Bremswirkung von Lokomotive und Wagen haben. Die Lokbremse nutzen wir nur dann, wenn wir eben ja, die Lokomotive einbremsen möchten, wenn wir die Lokomotive selbst sichern möchten. Ich habe es jetzt hier ein bisschen anders gemacht. Ich habe einfach ja, das Führerbremsventil wieder in Lösestellung gelegt und mit der Lokomotive dann den Zug gehalten. Das ist jetzt nicht die sicherste Methode. Aber in der Simulation hier, da können wir das machen. Und jetzt mal unabhängig davon, wie draußen rangiert wird, da gibt es manchmal auch Konstellationen, wo man sich denkt, naja, das könnte man jetzt vielleicht anders machen. Um das mal so auszudrücken. So, ich möchte ganz gerne mal die Signalleuchten allein schalten. Na gut, Führerraum brauchen wir jetzt nicht. So, 0,5 Bar ausgelassen. Naja, gut. Füllstoß wollte ich jetzt nicht. Das war ein bisschen zu viel. Das passt auch noch nicht ganz. Okay, dann müssen wir noch ein Stückchen nach vorne. Also die Bremsleistung ist tatsächlich ziemlich gut. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, kurz eingetastet und das reicht schon wieder. Rein in den Leerlauf. Genau. Wir machen es jetzt nochmal ein bisschen anders. Wir nutzen jetzt nur mal ganz kurz die Bremswirkung von der Lokomotive, weil ich ganz gerne was zeigen möchte. Wir reißen jetzt hier mal durch. Sollte man echt nicht machen. Und jetzt... Ja gut, das konnte man jetzt etwas schwierig erkennen, weil wir schon zu langsam waren dafür. Ich wollte eigentlich zeigen, wie die Räder von der Lokomotive blockieren. Das gucken wir uns nachher nochmal an. Wir kommen hier bestimmt noch das ein oder andere Mal in das Ausziehgleis hinein. So, wir gehen mal in die Übersichtsansicht mit der Taste 9 und gucken mal, wo wir hinwollen. Und zwar in das bestimmte Gleis hier oben. Also einmal die Fuhre zurückdrücken. Die Weiche stellen wir hier nochmal um. Hier passt sie auch. Okay, wunderbar. Dann können wir direkt aufbrechen. Genau. Ja, kein Problem. So, zurück. Fahrtrichtungswende nach vorne gedrückt halten. Lampe leuchtet. Wir machen das erstmal so. Leichtleistung aufschalten. Genau, Hauptluftleitung brauchen wir nicht. Also, gerade nicht. Ohne die wird es natürlich nichts, den Zug zu bewegen. Beziehungsweise ihn dann wieder einzubremsen. Ja, das wäre jetzt auch echt eine wirklich coole Möglichkeit, um hier im Multiplayer zum Beispiel gemeinsam den Zug zu rangieren. Da könnte man sagen, okay, der eine macht einen Lokrangierführer, der stellt sich vorne zum Beispiel
auf den letzten Wagen drauf oder ersten Wagen jetzt in dem Fall und gibt dann eben Befehle durch. So, hier haben wir RA12, zwei weiße. Sieht er etwas schneller als 25. Nehmen wir die Leistung raus. Lassen die Kiste einmal rollen. Genau, jetzt haben wir die 25 wieder. Ist auch interessant, wie man hier mit scheinbar 40 rangieren soll. Naja, die gehen hier wahrscheinlich auch von ansagefreier Fahrweg aus. Oder einfach nur die ja, zugelassene Höchstgeschwindigkeit in dem Gleis, aber rangiert wird eben mit 25. Würde mich überhaupt mal interessieren, in welchen Bahnhöfen man überhaupt die Möglichkeit hat, in Deutschland mit freiem Fahrweg zu rangieren, also mit der Ansage des freien Fahrwegs. Aber das gilt ja nur unter den verschiedensten Bedingungen, unter anderem bei wiederkehrenden Fahrten. Man muss ja auch örtlich kundig sein und, also in Maschen oder so könnte ich mir das vielleicht vorstellen. Dass man das da öfters mal findet. Aber ansonsten, ja, würde mich das wirklich mal sehr interessieren, wo das überhaupt geht. Und wo es denn nicht sogar verboten ist, weil die Ansage des freien Fahrwegs kann sogar in den örtlichen Richtlinien untersagt sein, im Sinne von, ja, oder im Sinne des schnellen Fahrens. So, aufstehen. Lokomotive ist aus. Gut. Dann Türchen auf. So, kommt kein Zug. Können wir raushüpfen. Ja, ich glaube, den gesamten Zug will man abkuppeln, ne? Ach so, nee. Gar nicht abkuppeln. Wahrscheinlich fahren wir jetzt da hoch. Oder? Ganz kurz mal Tee. Ja, wir sollen nichts. Nee, wir sollen nichts abkuppeln. Okay, dann machen wir das so. Da war ich jetzt etwas zu vorschnell. Siehst du, da können wir das auch gleich nochmal probieren mit dem Gleiten der Lokomotive. Da kann ich das so nochmal zeigen. Ich bleibe jetzt einfach auf dem Fahrstand, nicht wundern. So, wir bekommen unsere zwei Weißen, unser RA12 und ab geht die Post. Ich weiß jetzt nicht, wie das da vorne mit dem Berg ist. Wir gucken mal in 1,5 Kilometern, dass wir da mal dann die Bremsung machen mit der Lokbremse. Und da zeige ich dir eben das, was ich vorhin schon versucht hatte, wie man denn die Lokomotive ins Gleiten kriegt. Das ist natürlich nicht gewünscht. In Realität, wobei, wir sind ja jetzt gerade zu schnell. Können wir das einfach mal machen. Man sollte es in echt, wie gesagt, nicht machen. So, wenn wir jetzt so reinbremsen, dann siehst du vorne bei der Lokomotive, die bewegt sich ganz normal noch. So, ich erhöhe jetzt mal über die Tastatur die Bremswirkung an der Lokomotive und steuere jetzt hier mit dem höchstmöglichen Bremszylinderdruck ein, den wir haben. Und dann passiert nämlich genau das. Die Lokomotive rutscht so über das Gleis drüber. Erstens mal wirkt die Bremse in dem Moment, naja, schlechter, weil sich die Räder nicht mehr drehen. Die optimalste Bremswirkung haben wir dann, wenn das Rad sich gerade noch so eben mit der Geschwindigkeit dreht, mit der es über den ja, Boden gleitet. In dem Moment, wo das Rad aber blockiert, ist die Bremsleistung wesentlich schlechter. Und es kommt, naja, zu dem Fall, den wir bei der Eisenbahn eigentlich, ja, ich sag mal, verabscheuen, nämlich zum Gleiten. Und durch das Gleiten bilden sich eben Flachstellen im Rad. Und Flachstellen sind was, was du, naja, bei keiner Lokomotive haben möchtest. Das sind dann nämlich so, ja, aufgeschliffene Stellen im Rad. Und das hörst du dann jedes Mal, wenn du mit der Lokomotive ein Stückchen fährst und sich das Rad einmal um sich selbst dreht. Das sind dann nämlich diese Geräusche, wo das dann immer so, naja,
knallt. Also ein Bums, Bums, Bums. Und das ist sowohl für die Lokomotive als auch für den Gleiskörper, für die Infrastruktur natürlich nicht gut und nicht schön. Weil dadurch geht das Gleis kaputt, dadurch nimmt auch, naja, das Rad jetzt nicht sofort Schaden, aber es wird unnötig eben beansprucht. Und solche Flachstellen müssen dann eben aufwendig und kostenintensiv aus dem Radreifen herausgeschliffen werden, wenn das denn möglich ist. Da gibt es nämlich auch Verschleißgrenzen. Und gegebenenfalls kommt halt darauf an, ob das ein Monoblockrad ist oder ob das ein bereiftes Rad ist, also mit einem Radreifen. Dann kann man da dann eben auch gegebenenfalls den Radreifen wechseln. Aber auch das ist kostenintensiv und deswegen am besten so fahren, dass die Räder niemals blockieren. Nämlich so, dass optimale Bremswirkung da ist. Und dann passt das auch alles. So, hier gibt es nur eine Schranke, weil hier können die Autos scheinbar nur von einer Seite kommen, beziehungsweise nur von da hinten. Und hier darf scheinbar niemand fahren. Keine Ahnung, wieso man die Schranken so komisch aufgestellt hat hier. Aber naja. Und wir können jetzt auch endlich mal noch unsere Rangierlokomotiven-Signal einschalten. Unser FZ1. Oh, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Ist es das richtige Gleis, auf das wir fahren? Ja, Glück gehabt. Ja, das Rangierlokomotiven-Signal ist auch nicht... Also ist es nicht so schlimm, wenn wir es bei Tage vergessen haben. Es ist natürlich wünschenswert. So, nochmal ganz kurz zur Demonstration. Ne? Ich hatte es vorhin schon gezeigt, wenn man eben mit der Lokbremse so stark reinbremst. Also jetzt auch mal, wenn wir das Head-Up-Display ausblenden. Wir können natürlich trotzdem damit bremsen. Und die Bremswirkung ist auch dementsprechend halt, wie schwer die Lokomotive ist, gut oder schlecht. So, die Bremse geht davon auch jetzt erstmal nicht kaputt. Und du siehst jetzt auch unten bei den Rädern der Lokomotive, die drehen sich noch ganz normal. Aber wenn wir jetzt halt viel zu viel Bremszylinderdruck reingeben, die Bremse so stark anlegen, genau, zu dem Punkt zum Beispiel, so ungefähr bei 4 Bar ist es jetzt gerade passiert, dass dann eben die Bremsen so stark anlegen, dass halt das Rad über den Schienenkörper hinwegrutscht und blockiert. Und dann ruckt das auch so regelrecht in der Lokomotive, weil eben die Bremskraft ruckartig wegfällt. Also schlagartig wegfällt und dadurch entsteht dann halt dieser Ruck. So, normalerweise lassen wir den Motor auch dann wieder schön zurücklaufen und gehen nicht einfach hier in die Ausstellung hinein. Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal gemacht, aber das ist auch nicht so wünschenswert. Wir haben aber Glück. Die Lokomotive im Simulator hier, die geht uns nicht kaputt. Mit der können wir ein bisschen rumspielen, wie wir das möchten. Und experimentieren. Wir müssen sogar noch bis ganz davor. Okay. Ja, können wir eigentlich so nochmal. Komm, da können wir nochmal beschleunigen. Sonst schlafen wir ja hier ein. Los, komm. Volle Leistung einmal. Leistung zurücknehmen. Aus. So, die Zugbremse hat hoffentlich schon wieder ausgelöst. Ja, hat sie.
und dann einmal die Fuhre hier abstellen. Wahrscheinlich sind die Wagen hier für das Werk hier oben. So, und da steht der Zug. So, F1 und Taste T. Wie angezeigt, beladene Wagen. Fahrzeuge abkuppeln. Okay, dann machen wir das mal. Einmal aufstehen. Ordentlich reinbremsen. Lokomotive sichern wir auch nochmal. So, wir hüpfen hier raus. Kuppeln ab. So, dann können wir einmal davor fahren. Na komm, hinaufsteigen. Zack. Und einmal hier reinquetschen. So, Türe zu. Dahin. Auf den Sessel drauf. Lokbremse auslösen. Und Führerbremsventil unten gelöst. Fahrtrichtung ist noch eingetastet. Genau, Gleissperrsignale oder Lichtsperrsignale oder allgemein Sperrsignale gibt es jetzt hier scheinbar nicht. Da vorne die Weiche, die legen wir gleich noch um. So, wir machen jetzt ganz kurz was, was man nicht machen sollte. Aber in der Simulation kann nichts schief gehen. Da können wir ein bisschen rumspielen. So, wir lassen nämlich jetzt einfach mal die Lokomotive hinter uns herrollen. Würde auch in echt gar nicht klappen mit der SIFA, ne? Die sollte dann eigentlich das Fahrzeug unmittelbar zum Stehen bringen. So, der Weg nach da vorne ist frei. Das passt auch von der Lage. Ja, natürlich sollte man dann auf keinen Fall in das Gleis hineintreten, wenn man schon sowas macht. Aber das sind also so Spielereien, die kann man in der Simulation ohne Probleme machen. Ich will gar nicht wissen, ob das in echt schon, oder natürlich ist es sicherlich irgendwo in echt schon vorgekommen, dass da mal jemand aus der Lokomotive rausgegangen ist und der Zug dann, ja, irgendwie weitergerollt ist. Na, wieso kommen wir denn jetzt nicht mehr rein? Wir sind da schon auf der Lok drauf. So, jetzt dürfen wir. Habe ich gerade nicht den richtigen Punkt gefunden. Man muss halt immer mit dem Mauszeiger auf einen bestimmten Punkt klicken, um dann hier wieder zusteigen zu können. Perfekt. Und dann einmal anhalten dort vorne. Der Prellbock davon, der sieht auch so ein bisschen, naja, sehr gefährlich positioniert aus. Also im Sinne von direkt am Gleisende und es sieht so ein bisschen aus, als würde es dahinter direkt runtergehen in den Abgrund. Das ist auch sowas, das möchte man, glaube ich, nicht ausprobieren, was der da an, ja, Zugkraft oder Schubkraft aushält. Also wirklich, der ist ja auch direkt ans hinterste Ende angeschraubt. Also so als kleines, naja, Beispiel, wenn man auf den Prellbock mit einer Geschwindigkeit von, sagen wir mal, 5 bis 10 km/h draufrollt. Das mag jetzt erstmal nicht nach viel klingen, aber ich kann dir eins sagen, das ist eine immens hohe Geschwindigkeit für so eine, ja, kleine Kollision. Weil man hat eben nicht einen, ich sag mal in Anführungszeichen, leichtes Auto, sondern ziemlich viele Tonnen. Und dann wird so ein Prellbock eben auch gerne mal um 10, 20 Zentimeter verschoben. Je nachdem natürlich, was das für eine Lokomotive ist, wie fest der Prellbock ist und. Hängt von ganz vielen Variablen ab. Aber den halt wirklich so knapp ans Ende zu setzen, das sollte man in Natura tunlichst vermeiden. Und würde es da wahrscheinlich auch so, oder ich hoffe mal, dass es das so nicht gibt. Jedenfalls nicht an so einer Stelle. Wenn dahinter einfach nur, ja, Brachland ist und alles flach und ohne Probleme, dann mag das vielleicht in Ordnung sein.
So, wir hüpfen wieder drauf auf unser eisernes Ross. Lösestellung, Lösestellung. Fahrtrichtung gewechselt. Leistung eintasten. Und ab geht's. Vmax 25 und dann vorne an die Wagengruppe dran. Ach so, dann leuchtet. Sah das gerade nicht noch so aus, als wäre die Weiche auf den geraden Strang gestellt? Oder habe ich mich da gerade getäuscht? Weil ich hatte extra gerade nochmal nachgeguckt in der Ansicht unter der Taste 9. Da war die Weiche richtig gelegt. Und wo ich sie dann draußen nochmal umstellen wollte, da war sie dann plötzlich wieder in einer anderen Lage. Na gut. So, auch hier wieder schön vorsichtig, schön langsam dran. So, wie viel Platz haben wir denn noch? Ja, da geht noch was. Genau. Wieso jetzt der Hauptluftleitungsdruck abgesunken ist, das frage ich mich jetzt auch. Wahrscheinlich stand da vorne ein Rangierer, der automatisch schon die Hauptluftleitung der Wagen mit verbunden hat. Und dann geht es für uns weiter. F1, T, anhalten in Freiberg-Sachsen, Gleis 5508. Dann müssen wir ganz kurz digital nach dem Fahrwegen nachschauen. So, aus dem Gleis raus. Die Weiche ist noch falsch gestellt. Die ist gestellt, die ist gestellt, die ist gestellt. Und dann, ja, geht's direkt rein. Das andere sind elektrisch gestellte Weichen. Also ferngestellt wahrscheinlich. Sowas wie ein EOW-Bereich, das gibt's glaube ich in TSW2 noch nicht. Ja gut, Fahrtrichtung muss ja stimmen, klar. Erstens leuchtet's hier auf. Und zweitens waren wir gerade in der Fahrtrichtung unterwegs. So, aber die Instrumentenbeleuchtung, die können wir uns mal noch mit einschalten. Übrigens, wer es noch nicht gesehen hat, den Tacho finden wir hier. Hier in 1 km/h Schritten und hier oben dann eben in den Abstufungen für 2 km/h. So, ruhig auf 25. In der Simulation kann nichts schief gehen. Im Simulator wird keine überfahren. Das passiert nur. Ja, leider. Leider nicht. Aber wir haben jetzt den Vorteil, wir können uns vorne auf den Wagen draufstellen. Und trotzdem gewissermaßen ja, den Rangierbegleiter spielen. So, einmal nach rechts gucken. Da ist alles frei. Nach links gucken, da ist auch alles frei. Und wenn da trotzdem was kommen sollte, na gut, dann haben wir da 2 Schranken auf jeder Seite. Hier unten wieder die schöne Einfahrt in den Freiberger Hauptbahnhof, oder in den Freiberger Bahnhof, besser gesagt. Weil ein Hauptbahnhof ist das ja jetzt nicht. Und dann geht's weiter mit RA12. Wir dürfen rangieren. Sehen wir sogar die Autos fahren. Boah, das ist auch so ein Gleis, ne? Was war denn jetzt? Wieso füllt sich die Hauptluftleitung?
Was war denn jetzt? Irgendwie hat die. Also ich habe jetzt wirklich nichts gedrückt. Ich habe nur vorne rausgeguckt. Vielleicht, das könnte ich mir. Wobei, nee, das macht eigentlich auch keine Probleme. Wir haben keine SIFA aktiv, wir haben keine PZB aktiv. Und die Lokomotive bremst von alleine. Da spukt es ein bisschen in der Lok, oder wie? Alles in Lösestellung. Keine Ahnung. So, wir probieren es nochmal. Jetzt ist aber genau die Stelle weg, die ich eigentlich gerade zeigen wollte. Nämlich dieses Gleis. Hier gibt es keinen Brellbock, hier gibt es nichts. Der Zug, wenn der hier wirklich über das Gleisende hinausschießt, dann landet der unmittelbar da unten in der Hauptstrecke. Also das ist halt auch ein No-Go in echt. Jetzt macht er hier schon wieder seine Bremsung. Also jetzt bleibe ich auf der Lok. Jetzt ist es echt mystisch. Ja, ich weiß, C-Druck noch abbauen, aber was macht denn die Lokomotive hier nur? Ich kann mir das jetzt überhaupt nicht erklären, warum die ständig von selbst einbremst. Ich weiß nicht, vermisst die mich? Will die, dass ich hier hinten im Führerstand bleibe oder woran liegt's? So, erstmal schön die Anzeigen im Blick behalten. Ganz kurz muss ich aber gucken, was da draußen abgeht. Alles okay. Alles okay. Und komischerweise kommt das auch immer nur, wenn wir an irgendwelchen Lichtsperrsignalen hier vorbeifahren. Bestimmungsort. Ja, das müsste von der Länge her ausgerechnet sein, dass wenn wir genau dort sind, dass wir dann eben auch mit der Lokomotive hinter dem Signal stehen. Das Fenster können wir hier ruhig mal ein bisschen aufmachen, damit es mal durchlüftet. Oh! Na gut, nee, das Fenster können wir dann doch wieder zumachen, weil der Regen anfängt. Muss das ausgerechnet jetzt kommen? So rangieren bei Regen ist immer eine ganz unangenehme Sache. Auch hier jetzt, wieso zoomt das Spiel von selbst rein? Ich habe nichts gemacht. So, die paar Meter nehmen wir noch. So, den Zug schon mal schön strecken. So ein kleiner Trick und dann können wir mit dem Führerbremsventil nachbremsen. Weil das macht es jetzt für uns leichter. Na gut, wir haben jetzt sowieso ja, die Automatikkupplung vorne dran. Aber das macht es für uns eben leichter, dann die Kuppelkette auszuhängen, wenn wir denn mit Kuppelkette fahren würden. So, die Kiste steht. Der Zug ist eingebremst. Da klopft es auch schon. Kein Verkehr ist unterwegs. Ganz kurz nachschauen. Anhalten in Freiberg, Sachsen. Ausziehgleis 152. Ach so, wir sollen die Fuhre wieder mitnehmen. Ich denke jedes Mal, ich bin fertig. Ja, dann brauchen wir auch so die Tricks hier. Upsa.
außer die Tricks gar nicht anwenden, wie Kuppelkette strecken. Ja, was poltert denn hier noch so? Also echt, das ist der Geisterzug heute. So, Fahrtrichtung wechseln. Zack. Ups, da war... Naja, da waren wir nicht ganz in der Ausposition. Und weiter geht's. So, wo ist denn hier der kleine... Hahn dann zum Aktivieren? Da gibt es eigentlich immer noch mal so ein Ventil an der Druckluftleitung. Oder ist das hier vorne umstellbar an irgendeinem Drehknauf? Ja, ist jetzt ein bisschen schnell, aber... Das passt schon. Da, schon wieder. Als ob die Lokomotive das erkennt, dass wir schneller als 25 fahren. Oder sind wir jetzt an irgendeinem Signal vorbei? Nochmal ganz kurz gucken. Weil ich habe gerade das Zischen gehört und dann wusste ich schon in der 9er Ansicht, da ist irgendwas wieder schief gelaufen. Ja, okay, dann bremst die Lokomotive wahrscheinlich immer rein, wenn wir über 25 sind und wir den Führerraum nicht besetzt haben. Kann ich zum Beispiel auch nicht mehr zoomen. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht mehr geht. In der Außensicht geht's, okay. In der Innenansicht geht's nicht. Und in der Innenansicht haben wir auch bei Getriebeöl ja eine Temperatur über 150 Grad, also das blubbert dann ordentlich in der Lokomotive. Also die Anzeigen in unserer Lokomotive sind heute auch defekt. Ich weiß gar nicht, die 363 bzw. die V60 West sind wir in TSW 2, glaube ich, auch nur einmal gefahren bisher. Nämlich, ich meine, als die damals rausgekommen ist. Da aber auch nicht in dieser Bundesbahnversion hier, wobei das ja nur der Fahrbahnstrich von der Bundesbahn ist. Der eigentliche Fahrzeughalter ist ja hier A voll. Ja, das hat jetzt auch ordentlich reingegriffen. Und dann möchten wir einmal die Fahrtrichtung verändern und... Auf welches Gleis wollen wir jetzt? Weichen sind schon richtig gestellt, okay. Achso, wir wollen nur davor. Na gut. Und los geht's. So, dann müssen wir jetzt etwas vorsichtiger machen, weil da vorne ist ein Sperrsignal, was HP0 aufleuchten hat. Ja, das wird jetzt nur eine kleine Kür, das Ganze einzuschätzen. So, ich nehme die Leistung vollständig raus.
noch eine Wagenlänge ungefähr. Na gut, jetzt ist es noch eine halbe. Und ich glaube, das passt so. Ja, genau. So. Kontaktieren Sie die Fahrdienstleitung, um mit dem nächsten Block fortzufahren. Alles klar, dann nehmen wir einfach den Hörer mal ganz kurz in die Hand. Wenn das geht. Geht nicht. Dann machen wir das mal so. Hocken uns hier wieder hin. So. Drücken die Tab-Taste. Stellwerk kontaktieren. Tüdelüdelü. Fortfahren mit reduzierter Geschwindigkeit, also Rangierfahrt. Genau, ein Lämpchen ist hier wahrscheinlich auch dann erloschen. Ich weiß gar nicht, ist es eins mit weiß-rot-weißem Mastschild oder... Ne, wir haben hier zwei, genau, zwei schwarze Punkte auf weißem Grund. So, fortfahren mit Rangier mit verringerter Geschwindigkeit heißt es hier im Spiel. Für uns heißt es einfach genauso weiterfahren wie bisher, also mit VMAX 25. Ich hoffe mal, dass das Signal jetzt einfach überfahrbar ist, weil PZB ist nicht an, der Wagen hat keine PZB, aber manchmal hat das Spiel so einen Bug, dass es einen einfach rausschmeißt, obwohl man eigentlich an dem Signal vorbeifahren darf. Wir gucken mal. Hier vorne ist auch elektrischer Stellbetrieb bei den Weichen. Von daher keine Sorge. Es klappt. Ja, so schaut das aus, wenn man eben rangiert. Die Wagen schlängeln sich da durch den Bahnhof. Mal etwas schneller, mal etwas langsamer. Und dort vorne steht dann schon die nächste Fuhre. An die sollen wir bestimmt ankuppeln. Genau, 11 Wagen an Formation ankuppeln. Okay. Das klingt so ein bisschen, als wären da vorne, keine Ahnung, irgendwelche Tänzer. Und wir sollen uns denen anschließen. Aber die Übersetzungen sind halt in TSW manchmal doch ganz lustig. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwann hatte ich auch eine Übersetzung, die hat irgendwie überhaupt nicht richtig reingepasst. Da musste ich auch so lachen. Aber wenn du schon länger dabei gewesen bist und dir natürlich regelmäßig die Videos anguckst, dann hast du das bestimmt auch selbst mitbekommen. Naja, da schalten wir nochmal Zugkraft auf. Es sind ja doch noch einige Längen. Ungefähr die 1000 Umdrehungen. Ja, dann ist auch gut. Leistung zurücklaufen lassen. In die Neutralstellung. Und dann bremsen wir gleich rein. Was ich mich aber noch frage, wieso die Personen, jetzt die hier am Bahnsteig stehen, wieso die hier einfach stehen bleiben? Also normalerweise kenne ich das aus TSW 3 eben so, dass die sich entweder einen Regenschirm aufspannen, wenn es eben regnet oder nieselt. Aber irgendwie werden die auch nicht nass. Okay. Und dann langsam die Bremsen anlegen. Ja. Ja, das klingt gerade ordentlich da vorne. Ja. Das ist ja wie ein Konzert. So, ganz kurz gucken. Hier hängt eine Kuppelkette drinne, hier nicht. Dann müssen wir sie hier noch einhängen. Zack. Zugverband angekuppelt.
So, Auftrag ausgeführt. Fahrzeuge abkuppeln. 21 Wagen. 7 Meter entfernt ist die Kupplung. Ja, das ist dann direkt die vor unserer Nase. Ja, von den Rangierhandgriffen ist das jetzt hier alles sehr salopp. Zack. Abkuppeln. Trittstufen hoch. Tap, 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 tap. In den Führerschein rein. Zack, zack, zack. Tür zu. Auf den Sitz drauf. Fahrtrichtung eintasten. Führerbremsventil müsste in Lösestellung sein. Zack. Direkte Bremse lösen. So, verschieben, rangieren dürfen wir. Leistung aufschalten. Und let's go. Ja, ein Tag auf der Rangierlokomotive. Ein Tag Rangierspaß in Freiberg. Die Tour de Sachsen. Na gut, so wirklich kommen wir hier nicht durch Sachsen. Aber zumindest durch den sächsischen Bahnhof. Gucken wir da Taste 9 nochmal ganz kurz, wo uns die Fahrt jetzt langführt. Einmal hinter die letzte Weiche im Fahrweg. Gut. Wie schaut denn unser Plan für heute noch aus? Wir fahren noch schnell der Rinte, ne? Und dann stellen wir eigentlich nur noch die Lokomotive ab. Und dann haben wir es eigentlich auch schon geschafft. Also gar nicht mehr so viel. Achso, wir hätten die Rangierkupplung auch von drinnen betätigen können. Beziehungsweise, ja, von unserem Platz aus. Na gut, beim nächsten Mal wissen wir es. Das war dann doch zu viel gebremst. Und wir hätten auch ruhig die Rangierkupplung mal wieder hochklappen können. Dass wir hier nicht mit so einem, naja, mit so einem Dolch an der Zugspitze herumfahren. An so einer Galionsfigur. Schade, auf den Umlauf kann man jetzt nicht rausgehen. Und einmal da hinten anhalten. So, mit schleifender Bremse reinfahren. Und dann hätten wir es auch wieder geschafft. Zack. Da steht die Kiste. Wir wollen, ja, einmal ganz kurz raus, damit wir die Weiche umstellen können. Türchen auf, einmal runtergehüpft. Nein, runterhüpfen. Danke. Zack. Das schmeißt uns die Lokomotive regelrecht raus. Dann gehen wir vor zu der Weiche. Stellen sie um. Das Wurfhebelgewicht in die andere Stellung werfen. Na? Will wohl nicht? Doch, jetzt will sie. Genau, und dann wieder in die Lokomotive hinein, wo es schön und trocken ist. Vielleicht etwas schmierig, vielleicht auch ein bisschen Maschinengeruch, aber genau das gehört dazu. Mal gucken, ob wir hier vorne auch rumgehen können. Ach, schade, das hat man in TSW 2 blockiert. Da muss man dann so rum. Na gut, aber ich wollte sowieso noch die Kupplung hochklappen. Zack. Also die kann man, auf der anderen Seite sieht man es vielleicht etwas besser. Ja, die kann man halt hier so hoch und runter klappen. Man kann quasi wählen, ob man mit normalem Zughaken fahren möchte oder ob man diese, ja, Automatik-Rangierkupplung benutzen möchte. Man hat auch die Möglichkeit, so dann an die Wagen, ich sag mal, heranzufahren. Der Zug wird automatisch angekuppelt
Und dann eben, ja, die Möglichkeit drinnen. Wir gehen jetzt mal auf der anderen Seite wieder rein. Mit dem Knöpfchen die Wagen auch wieder abzukuppeln. Also man muss nicht unbedingt rausgehen. Das erspart eben Zeit. Aber, und das ist auch ganz wichtig, man hat bei der Rangierkupplung keinen... Nein, 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 komm. So. Nochmal richtig. So, vorwärts eintasten und jetzt schön ordentlich anfangen. Das war gerade nicht schön. Jetzt haben wir eine überladene Hauptluftleitung. Aber der gleicht sich automatisch an. Okay. Der Druck. Ich wollte nämlich einfach gerade die Richtung während der Fahrt nochmal ändern und dann mit der Motorgegenkraft die Lokomotive abbremsen und dann wieder andersrum losfahren lassen. Aber das wollte die Lokomotive nicht. Das wusste sie zu verhindern. Ja, die V60 West ist eben auch einfach optisch ein sehr, sehr schönes Fahrzeug. Von der Bedienung her, naja, finde ich im Simulator sehr gewöhnungsbedürftig. Muss man eben, ja, ein bisschen Zeit drauf verbringen, aber dann ist auch das eigentlich kein Problem. In echt ist das Fahrzeug sicherlich wesentlich angenehmer zu steuern. Ja, aber man hat halt einfach die Möglichkeit, richtig zu fühlen, was macht die Lokomotive, was geht gerade bei der Lokomotive vor. Na komm, wir brauchen noch ein bisschen Leistung, dass wir auf den Berg hochkommen. Ist auch eine sehr interessante Position so zum Abstellen der Lokomotive, ne? Nebengleis 23a. Ich meine, ja, es ist ein Nebengleis, aber so mittendrin. Habt ihr nicht irgendwo ein kleines Stumpfgleis, einen Stutzen, wo man die reinstellen kann? Naja, dann eben nicht. So, wir bremsen rein. Ein letztes Mal für heute. Und ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und ja, das kleine Rangiervergnügen. In dem Sinne, liken, teilen, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.